Hallo, willkommen zurück zu Borderlands Pre-Sequel. Wir haben anscheinend jemanden hier. Anscheinend ist mir doch jemand gejoint. Wie schreibt man denn in dem Spiel? Bitte chat nicht auf Hilfe. Oh mein Gott. Nisha ist bereit zu töten. War not found. Say. Dieses Gefühl liebe ich. Okay, gut. Zeit für den... Hä? Ist das alles? Ein Haufen Felsbrocken? Ah, ich verstehe. Ah. Wir müssen da durch. Ich hab's. In der Hydro-Dingsbum-Station gibt's bestimmt ein paar Knallfrösche. Wenn du da mal schnell welche stibitzen gehst, sind wir in 0, nichts wieder hier. Ich brauche Luft. Ich habe nicht, war nicht so ruhig. Wollte dem Hyper nur sagen, dass er vielleicht... Sieh dir diese Witzfiguren an! Die schaffst du doch mit links, oder? Diese Schatzsucherei! Okay, bring die Sprengladungen an und dann renovieren wir ein bisschen! Schauen wir mal, wer es macht, weil er ist ja jetzt dahin. Haben wir auch irgendwie eine Freundschaft? Also ich weiß nicht, ob das ein Steam war, keine Ahnung, was das war. Hör auf zu pinkeln oder zu telefonieren oder was auch immer du tust. Sie kommt zurück! Einfach! Hau ab! Ich kämpfe nicht gegen imaginäre Leute! Nicht im Stich! Das ist nicht dein Zuhause, sondern meines! Tag? Keine Ahnung, sonst so viel! Allein seit der Mond gesprengt wurde! Sie dachten, ich wäre abgehauen, aber ich bin stattdessen hierher gekommen! Hab alles mitgenommen, was mir auf diesem Mond lieb und teuer ist. Mich? Verrückt wäre ich, haben sie gesagt.
Aber ich bin derjenige, der noch lebt. Und ich bin derjenige, mit dem all diese coolen, imaginären Leute abhängen wollen. Letzte Nacht war sie wieder da. Sie hat an meinem Ohren gescharrt. Lass mich rein, sagte sie. Geh weg, sagte ich. Ich rede nicht mit imaginären Leuten. Oh, ich bin nicht imaginär, sagte sie. Ich bin Eliza und ich suche nur den Weg nach Hause. Darauf ich, in diesem Fall, bald das ist nicht hier, die erste links und dann geradeaus bis mir doch egal. Ganz schön trickreich, mein Gehirn. Will, dass ich verrückt werde. Aber daraus wird nichts, nicht wahr, Eliza? Eliza? Ein ungewöhnlicher Name in dieser Gegend. Sieh dich in dem anderen Raum um. Dort gibt's bestimmt was zu holen. Was du findest, kannst du behalten. Ich bin großzügig drauf. Okay. War ja nicht gerade der Schatz, auf den ich spekuliert hatte. Naja, komm wieder her, dann bezahle ich dich. Was wäre dahin? Warte mal, wie komme ich denn dahin? Ja, ich glaube, das ist ein bisschen die falsche Position und so. Ich weiß ehrlich gesagt echt nicht, wie man in dem Spiel schreibt. Ich habe es jetzt nur über F8 mit Say-Command gemacht, weil kein Knopf mir irgendwie den Chat öffnet. Also keine Ahnung. Oh mein Gott, Alter, Hilfe. Vorsicht, Luftreserven auf 50%. Ah, okay, das ist einer mit Wolf. Ja, habt da unten Spaß. Macht die Quest zu dem, weil. Oh, ist ja anscheinend wurscht. Was ihr macht. Scheinbar zumindest. Schreiben tun sie nicht. Haben sie zumindest noch nicht. Achtung, Atmosphäre ist geeignet. Vielleicht funktioniert es auch nicht richtig, das Core jetzt nicht sagen. Gut gemacht! Ohne dich hätte ich das nicht geschafft! Da dachte ich also, nach dem großen Bersten bin nur noch ich übrig. Aber da triffst du diesen Irren, Rabbit Adams, und der lässt den Namen meiner Schwester fallen. Ich hatte gedacht, Eliza wäre mausetot. Anscheinend nicht. Aber sie ist ein ziemlich zartes Pflänzchen. Und ich glaube, ohne meine Hilfe hält sie hier nicht lang durch. Ich gebe dir ihren angeblich letzten Aufenthaltsort auf dein Echo. Drei Worte, mein Freund. Kein Geld. Ich gebe dir Deckung, Wilhelm. Ist der Outlands Canyon. Und wir sind im Outlands Canyon. Und wir haben hier, glaube ich, keine. Nee, ich glaube nicht, dass wir hier noch was haben. Okay. Vorsicht! Eintritt ins Vakuum! Alter. Was wäre denn das nächste Ding hier? Outlet Sprip. Haben wir eine Quest in Outlet Sprip? Nein. Pity's Fall. Haben wir eine Quest in Pity's Fall? Da haben wir eine Sache. Okay, gehen wir da rein. Da rein nach da unten, okay. Aktiviert!
fein, die können ruhig die Gegner da draußen töten, wenn sie wollen. Aber ich denke mir so, kein Bock. Tschüss. Will die Quest erledigen. Das gibt mir hier die Skills. Und XP. Bing. Oh, da hat Level up. Versuchbar! Mein Leuten ist gegangen, aber der höhere als der Level 50er ist gegangen. Der 40er ist gegangen. Der war 46er oder so, weil er hatte ja Level ab. Aua. Shit. Wait a minute. Da bin ich wieder. So. Ich frage mich echt, was der so macht. Aber jetzt einfach alleine versucht sie hier irgendwie reinzukämpfen, wo ich schon. Mehr habt ihr nicht drauf? Ob es ja hier drin bin. Oder er steht nur am Eingang. Egal. Ich kill jetzt manchmal da niemanden. Hast du meinen Anruf gekriegt? Stimmidentifikation bitte. War ja klar. Stimmidentifizierung, Captain Sarpedon fehlgeschlagen. Sarpedon, was? Die hatte früher auf der Drakensberg das Kommando. Wenn du alte Aufnahmen von ihr findest, dann können wir das Schloss vielleicht knacken. Über deine Attacke, du Narr!
Bewegung. Ich liebe Humor. Unser neues Maskottchen Sarpedon zu nennen, war zwar nett gemeint, verstößt aber gegen die Vorschriften. Lasst euch bitte was anderes einfallen. Das wäre alles. Braucht jemand ein Medikit? Auf jeden Fall sind meine Drops noch genauso, wie sie sein sollten. Ich habe keine Ahnung, wie das für die anderen ist. Deine Füße sehen bequem aus. Nimm das zweite Echo. Das dritte Echo ist der erste Mal. Ich hab hier ein Medikit. Mein Gott, Alter, Hilfe. Versuch's doch! Bewegt sich kein Millimeter. Schild aktiviert! Scheiße! Wieso joint er, wenn er nicht spielt? Wenn der auf dir oder weiß, dann wird er nicht so mitbringen. Mein, wenn er meint? Achso, ich gebe ihn noch nicht, Koba, aber gut. Wahrscheinlich auch, weil es ein bisschen dumm ist. Das Spiel wird ja schwerer, wenn zwei Leute da sind, aber dann hilft man nicht mit, das ist ein bisschen blöd. Na gut, dann soll es so sein, aber wir müssen hoch. Ich mach kurz mal Oxygen raus. Achtung, Atmosphäre zur Atmung geeignet. Drakensberg melden vereinzelte Energiestöße, die anscheinend aus dem Inneren von Elpis stammen. Unsere besten Männer sind an der Sache dran, aber bis auf Weiteres hat sich die gesamte Besatzung wöchentlich zum Medizincheck einzufinden. Das ist ein Befehl. Sterbe ich. Ich glaube, da muss ich wohl oder übel sterben, wenn ich die Quest von dieser Sache dann mache. Aber ich habe ja glücklicherweise hier drin ein
der Respawn-Ding aktiviert. Das der Tod ist nur Gottes Art, dich wütend zu machen. Bist du schon wütend, Soldat? Lol. Das ist ja mal eine gute Aussage. Ja, in dem Spiel stimmt das auf jeden Fall. Oh, jetzt spielt er. Ja, viel Spaß da durchzukommen. Ich habe eigentlich nichts gekillt auf dem Weg. Aber vielleicht hat der andere ein bisschen weggeräumt. Nisha dürstet nach Blut. Alter, wenn wir etwas noch weiter runter, um hochzukommen. Also, du kannst sterben, dann kommst du bei mir raus. Ich glaube, ich sterbe hier. Naja, auch gut. Komm in die Hufe, du Wurm! Da. Und ja, der haut er ab. Okay, ich verstehe jetzt echt nicht, warum die mir überhaupt gejoint sind, muss ich ja sagen. Aber gut. Ich meine, der eine hat ein bisschen was gemacht, der hat ein bisschen kämpft. Aber er hat nicht kapiert, dass ich halt nicht kämpfen will, sondern einfach eine Quest machen will. Weil ich finde, das macht mehr Sinn. Wie komme ich denn da ganz hoch? Wer ist die Hölle, Alter? Soll ich die Pipes hier nehmen. Ich hoffe, man kann hier teilweise stehen, oder? Komm schon, komm schon. Du musst da einmal schon hängen. Vorsicht, Luftreserven auf 50%. Ist dein Scheiß ernst? Ich will da nur da hoch! So verarscht. Granate geht raus! Das ist doch dasselbe. Du hast eben schon da. Fehl. In Verteidigungsstellung! Er war dasselbe, war ich schon da. War. Oh mein Gott. Das wird eine blutige Angelegenheit. Boah. Oh mein Gott, die Erde. Ein Badass weniger. Es gibt noch Feinde zu killen. Vielen Dank. Sehr geil, den habe ich gar nicht gesehen. Als Captain dieses Schiffes dulde ich keinen Schlendrian. Aber alle sollen wissen, dass bei Lieutenant Hardings Geburtstagsparty keine Anwesenheitspflicht besteht. Obwohl es eine Torte geben wird. Eine köstliche Schokoladentorte. Das wäre alles. Klasse! Zurück zu dieser störrischen Tür! Ich mische soundmäßig was zusammen. Ah, okay.
Gut gemacht. Mal sehen, ob dein Onkel Pickel es drauf hat. Probier mal, ob die Tür jetzt aufgeht. Achtung, ich bin Sarpedon, Captain der Drakensburg. Willkommen, Captain Sarpedon. Ich hab's immer noch drauf. Sarpedons persönliches Logbuch. Der Abschied von der Drakensburg und ihrer Crew fällt schwer. Aber Beförderung ist Beförderung. Wenn auch, Gott sei Dank, nur für ein Jahr. Ich freue mich auf das Kommando der hiesigen Dalflotte, bin mir aber nicht sicher, ob Captain Rankus soweit ist, dieses Schiff zu kommandieren. Ich habe die meisten meiner Sachen schon auf meinen neuen Kommando-Carrier geschafft, aber mein privates Waffenarsenal muss warten, bis ich mich dort eingerichtet habe. General Higgins versichert, dass mein höherer Sold Britannias erneute Arztkosten decken wird. Sie wird mir furchtbar fehlen. Aber wenn dieser Einsatz vorbei ist, bleibe ich für immer zu Hause. Endlich. Gute Arbeit. Komm zurück, wenn du soweit bist, und liefere die Echos ab. Die könnten ein Vermögen wert sein. Behalte du, was du sonst noch findest. Ich hab, was ich wollte. Was? Ja, wenn er die Waffe noch wollte, hätte er sie mitnehmen sollen. Weil ich nehme alles mit, was übrig bleibt. Gucken wir mal kurz. Wir sind jetzt hier in Pity's Fall. Pity. Nee. Nichts mehr hier drin. Okay, da macht das schon. Vorsicht, Sauerstoffvorrat bei 50%. Oh, warte mal, ich habe schon wieder Level up gemacht, oder ist es mein, kann das sein? Ja. Okay, gut. Los, 3, 2, 4, 1, 0, 9, 8. Mach Unordnung, damit meine drei Mitarbeiter sich zeigen. Also ich weiß jetzt nicht, seit wann ich pausiert habe. Ich hoffe, es ist nicht zu lange her. Ich habe auf jeden Fall die Quest mit der Tür beendet und bin jetzt hier. Das ist der nächste Ort, wo ich hingegangen bin. Weil ich in den Industrieanlagen, die davor kamen, keine Quest auf meiner Map hatte. Obwohl gut im 13. Untergeschoss ist eine Quest, die ist theoretisch da. Wirf diesen, dieser Abfall macht mich wütend, aber er ist nötig. Unordnung entdeckt. Ein Bad eingesammelt. Wir kommen dem Bazilla-Gaddon immer näher. Bazillenwitwen werden über den Leichen ihrer Bazillengatten weinen. Mach noch mehr Unordnung, um weitere Bots zu sammeln. Ach, da oben. Sieh dir das an. Jemand könnte ausrutschen und sich den Schädel brechen. Das gäbe dann überall Blutflecken. Ich bin wütend über das Chaos, das du verursacht hast. Gleich kommt ein Bot vorbei. Fang ihn ein. Unordnung entdeckt. Wenn die Bazillokalypse beginnt, werden wir die Bazillen im Keim ersticken. Ah, okay. Er scheint ganz verreckt zu sein. Er kann jetzt auch nichts machen. Kann ich nicht darüber. Kontakt! Lass sie weg! Ah.
diese Hurensöhne. Das sind solche Angsthasen. Bin wieder da. Ah, schon wieder gestorben. Ja, jetzt bin ich aber ein bisschen zu weit weg, weil ich mich weiter um die Quest kümmere. Schieß auf das Ölfass, um eine Öllache zu schaffen. Sieh nur, wie schmutzig das ist. Es verteilt sich überall. Schrecklich. Unordnung entdeckt. Wäre dies eine andere Situation, würde ich da... Wird gemacht. Arsch. Keine schmutzigen Wörter. Sonst gibt's eine Mundspülung mit Batteriesäure. Ich würde ehrlich gesagt sagen, hier ist wirklich nur ein... Danke sehr. Das Putzageddon beginnt. Die Bazillen werden geläutert durch Feuer und Seife. Keine wird verschont. Sehr strange. Auf der Map war hier so viel angezeigt, aber hier ist keine Quest irgendwie. Strange. Muss ich jetzt wirklich sagen, das wundert mich ein bisschen. Na, ich würde sagen, wir werden es vergessen, weil ich es nicht so anschaue.